Moin moin liebe Supersuchtis, ich bin's der Fluppi, euer General of the Army bei Battlefield Bad Company 2. Heute war Pariso mit dem Bosti sicherlich in der Party, wie wir das ja schon erwartet haben. Und diesmal sind wir Angreifer und machen richtig die Hölle heiß, wenn ich das mal so sagen darf. Wieder mit dem Team der Phantom, der Matvako, mein neuer englischer Co-Pilot. Und wir spielen natürlich Rush, also so natürlich ist es ja nicht, weil ich das ja eigentlich nicht so gerne spiele. Aber hier, wie gesagt, in dieser Runde, in dieser Gameplay-Aufnahme habe ich das sehr gerne gespielt. Wir hatten ein super Team, nicht nur in der Verteidigung, was ihr ja schon gesehen habt, wenn ihr das Video gesehen habt, sondern natürlich auch im Angriff. Und dieses schwere MG hat mich gerade so ein bisschen genervt, deswegen gehen wir doch mal hin und gucken, ob wir ihn so ein bisschen herausholen können. Granate hat nichts gebracht. Ja, dann machen wir es doch einfach mal so, ne? Ja. Wer so blöd ist und da stehen bleibt, der hat es nicht anders verdient. Und die Basis ist ja auch recht schnell vorbei, glaube ich. So, bei B ist niemand. Warum auch? Könnte ja irgendwie behilfreich sein. Also zünden wir mal. Gibt uns einen Haufen Punkte. 250, um genau zu sein. Zack, und du bist tot. Und ja, der ist ein bisschen hartnäckig, zack, zack, und dann können wir unseren Compadre gleich wiederbeleben. Das ist das Gute an Medic. Und hier, sterbe ich hier? Nein, wir schaffen es noch. Und da sieht er mal, wie wichtig es ist, Leute wiederzubeleben. Erst recht in so einer Position, dass halt jetzt der Gegner immer schön beschäftigt bleibt, dass da bloß niemand die Bombe entschärft, und sie ist auch hochgegangen, als ich hier tot war. Die Todessequenzen habe ich jetzt mal ein bisschen rausgeschnitten, weil sonst das Video 16 Minuten lang gewesen wäre, und das will ja keiner. Und das war ein Riesenfail. Da ging der Fallschirm nicht auf. Ja. War wahrscheinlich ein russischer Fallschirm. War ja auch ein russischer Fallschirm, fällt mir gerade auf. Wir sind ja Russen. Nein, wir sind Amerikaner. Fail. Okay, gut. Weiter geht's. Hier sind noch ein paar Leute in der Basis, wie sich herausstellt. Kein Problem. Jetzt nicht mehr. Und holen wir doch mal den... wer war denn das? RT-117 wieder zu uns. Und gehen weiter zu der nächsten Basis. Hier dachte ich jetzt eben, dass ein Sniper noch oben ist, aber das ist der Kollege hier hinten. Oh, das hat mich beinahe, das hat mich eigentlich getroffen. Komisch. So, hier war eben noch eine Munitionsbox. Ich dachte, da könnte ich doch mal die Situation gleich nutzen, um nachzuladen, bevor ich in die neue Basis gehe. Das ist immer nicht schlecht. Und jetzt mit Phantom an meiner Seite gehen wir weiter. Und hoffentlich kriegen wir diese Basis auch so schnell weg wie die andere. Ich finde, angreifen macht immer mehr Spaß. Verteidigen, da, also bei Verteidigung sieht man dann richtig erstmal, wie gut man wirklich ist, beziehungsweise wie gut das Team ist. Denn da muss man wirklich strategisch sein, beim Angriff natürlich auch. Aber als Verteidiger, wenn man da nicht spielen kann, hat man ganz schnell ziemlich alt ausgesehen. Oder sieht man ganz schnell ziemlich alt aus. So, da habe ich jetzt hier... Kriege ich den? Nee, jetzt... Wo? Was? Wo ist er denn? Da ist er! Und obwohl er noch nicht mal gezielt hatte, war ich tot. Naja. Ups. Da war noch ein Sturmsoldat gerade gespawnt, oder ich habe den nicht gesehen, keine Ahnung. So, jetzt hier. Ich sehe jetzt die Minen. Es ist ein Riesenfail gleich. So, die geht hoch, obwohl die ziemlich weit weg lag. Ich also 8 Leben, dachte, Mensch, geil, Glück gehabt. Fahren wir doch mal weiter, weil ich denke mal, wenn man einen Panzer hat, dann sollte man den auch nutzen. Also dann sollte man den auch strategisch einsetzen. Nur blöd, wenn man dann in die Luft geht. Ja. Nun, denn hier hat uns unser britischer Kollege mal wieder super gespawnt. Das meinte ich vorhin, also in dem...
Letzten Video habe ich das gesagt, der war also sehr gut immer an Position, wo man super spawnen kann, und hier war er nur wirklich optimal. Und hier dachte ich, oh Gott, das ist einer von den Bösen, aber nein, es ist ein lieber Sunny. So, hier räume ich mal so ein bisschen auf, es ist ja ganz schmutzig hier, Herrgott. Und der Madwako haut uns hier ein bisschen Nebel rein, damit er so der Gegner nicht sieht, wie viele hier sind. So, hier zum Beispiel, zack, 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 aber da habe ich sie dann nicht mehr mitbekommen. Die hatten anscheinend auch noch ein bisschen Spawnschutz. Und hier geht's weiter, das ist echt lustig. Also hier sieht man wunderbar, was dieser Nebel oder diese Smoke Grenades für ein strategisches, sinnvolles Tool sind, wenn man es denn weiß einzusetzen. Der Feind musste jetzt also Close Combat kommen und hatte keine Ahnung, wie viele hier sind und ob überhaupt jemand ist, und das war eine super Ablenkung, so dass sich keiner darum gekümmert hat, die Bombe zu entschärfen, und die andere auch nicht. So, in Windeseile, hier sitzt noch einer und macht die alle fertig. Ich brauche auch viel zu lange, um den umzubringen, aber Herrgott, weiter geht's. Ein bisschen hier noch Überbleibsel beseitigen, bis wir dann weitergehen. Und hier streikt schon wieder mein Defibrillator. Ich hasse das, wenn der hängt, das nervt so tierisch. So, weiter geht's. Hier ist immer die Frage, was nehmen wir jetzt? B oder A? B ist halt recht kompliziert zu bekommen, weil es halt so mitten im Wasser ist, und wenn es früh zerbombt ist, dann ja, dann kann man da auch nicht wirklich auf dem Holz stehen und so weiter. Ist bei A ähnlich, aber bei A ist wenigstens noch ein bisschen Land drumherum. Und wir versuchen uns hier so allmählich reinzumogeln. Hier sehen wir einen Snippo, der auf einmal dann doch tot war. Und jetzt gehen wir mal hier doch zu A, bevor wir hier vielleicht zünden, nochmal kurz nachladen in Deckung, und da kommen sie schon. Eins und ja, ah, verdammt, er kriegt mich noch, verdammte Scheiße. Hier wieder sehr schön, der Madwako hat überlebt, stand an einer super Position, ich spawne also direkt in der Action und kann jetzt hier handeln, obwohl eigentlich gar nicht mehr Handlungsbedarf ist, weil ja alles schon hübsch blinkt und teilweise in die Luft gegangen ist. Also mache ich mich hier hin und versuche, die im Spawn zu blockieren, dass hier halt hier wirklich keiner mehr kommen kann, um die Sache zu entschärfen. Und das Team ist wirklich ein bisschen eingeschlafen. Hier, ich habe keine Ahnung, wo der hier hinrennt. Wo rennst du hin, Junge? Ist alles vorbei. Ja, weg. Tschüss. Naja. So, der wurde jung gemacht, den holen wir doch mal wieder zurück. Unseren Kumpel aus London, und weiter geht's, liebe Freunde. Ich glaube, gleich werde ich wieder umgekillt. Ja, da war also doch noch jemand, der hatte sich versteckt, um uns da in unserem neuen Spawn etwas umzubringen. Aber was soll's. Hier zum Beispiel sitze ich jetzt nicht blöd im Panzer rum. Nein, ich gehe sofort durch. Nutze die Ablenkung, die der Panzer bietet. Und zünde die Bombe, denn so wild wie es klingt, Kinders, aber das ist der Sinn dieses Spielmodus. Ja, Modus ist Moden, Modus, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das so. Du messerst mich doch nicht, du. Ah, das gibt's ja nicht. Ärgerlich sowas. Manchmal denke ich, ich bin bei Black Ops so, wie das hier gemessert wird, und dann verstehe ich nicht, warum, wenn ich messer, das nicht funktioniert. Erst recht nicht von vorne. Naja, muss man wohl Glück haben und eine gute Connection, und dann geht das schon. So, das ist auch immer schön, wenn ich irgendwo hängen bleibe, das liebe ich ja. So, also weil ich schon sagte, Rush, ne, kommt ja aus dem Englischen, heißt so ziemlich deutlich übersetzt, alter, Bewegung, ja, schnell, schnell, schnell rein, zünden, weiter geht's, und das ist ziemlich dumm. Ich kriege ihn nicht mehr, aber er überlebt zum Glück und wurde nicht gleich umgebracht. Oftmals hat man das ja so, dass man dann überlegen muss, okay, bringe ich ihn jetzt zurück oder nicht? Weil wenn er dann gleich wieder weggemäht wird, dann hat es nun wirklich überhaupt nichts gebracht. Erst recht in Eroberung, wo er dann das Ticket nochmal verloren ist. So, hier warten wir natürlich auf den Heli.
und das bessere Phantom fliegt. Und was ich immer sehr gerne mache, ist, ich sage, ey, flieg mich über das Ziel. Hier, wie gesagt, nutze ich wieder den Heli hauptsächlich als Transport und wir landen und ich gehe rein und überrasche sie komplett. Damit haben die gar nicht gerechnet. Ansonsten hätte man den Heli super nutzen können, natürlich als Ablenkung. Und wir zünden schon mal B und jetzt wollte ich rübergehen zu A. Aber hier ist es echt gefährlich, denn einfach so rüber zu rennen durch die Basis, weil man sehr schnell dann aus dieser Ecke dort mitgenommen wird. Zum Beispiel von einem stationären AT. Vielen Dank. Ja, ich wusste schon, was passiert, denn ich habe das hier schon ein bisschen vorgeschnitten, wie gesagt. Und hier hat mir der Phantom gesagt, pass auf, der sitzt da in der Ecke, bring den um. Und zum Glück habe ich den Phantom, glaube ich, war es, wiederbelebt, denn der konnte dann oben die Bombe zünden. Er war nämlich am Leben geblieben. Und somit haben wir das Spiel beendet in Rekordzeit, meine Lieben. Und das geht nur mit einem super Team, mit Leuten, die wissen, was sie machen und mit dem Fluppy natürlich, dem General of the Army. Ja, das war das Gameplay. Okay, 30 zu 18, hatte schon bessere Runden, aber so schlecht war es nun auch wieder nicht. Wir waren natürlich das beste Squad, wen überrascht es und ja, demnächst ein bisschen mehr von Battlefield Bad Company 2.